Nur wenn du nicht fühlen kannst, weil du sagst, es gibt ja Leute, die können das nicht, weil sie so kalte Fische sind, dann sollen sie es lieber lassen. Hallo, mein Name ist Ronald Nitschke. Ich bin unter anderem die deutsche Synchronstimme von Tommy Lee Jones. Wie bin ich zum Synchron gekommen? Vor 60 Jahren als Kind. Als Sechsjähriger habe ich angefangen zu synchronisieren. Aber ich kann mich an meine Kinderarbeit gar nicht so erinnern. Ich kann mich eigentlich mit Stolz an meine erste große Filmrolle, also Synchronrolle erinnern. Das war Zabriskie Point von Michelangelo Antonioni. Und da sprach ich diesen Typen. Ja, das hat mir großen Spaß gemacht. Und dann ging es eigentlich los. Dann so Stimmbruch, danach Schauspielschule ein bisschen und dann habe ich sehr viel synchronisiert und sehr früh in die Regie gegangen, mit 26, 27. Wir sind Vorreiter. Marlene Dietrich hat in den 30er Jahren schon synchronisiert, das wissen nur die wenigsten. Hier bei uns in Berlin in der UFA, in den UFA-Studios. Wir haben, glaube ich, damit angefangen, weil die amerikanischen Filme früher, selbst Dick und Doof oder so, die haben das ja in verschiedenen Sprachen gemacht, aber irgendwann hat das überhand genommen, das ging dann nicht mehr. Und ich glaube, die Qualität der deutschen Synchronisation, die ist immer noch, wir liegen immer noch vorne. Naja, wir machen es mit Liebe, wir lassen uns Zeit, wir wissen, wie es geht. Aber ich meine jetzt, die Spanier können das auch, die Franzosen können es jetzt auch und die Italiener auch. Aber früher in den 50er Jahren waren die Deutschen eben was Besonderes. Aber heute ist das überall, es wird überall gut synchronisiert. Wir waren früher zu 10. im Atelier teilweise. Da saßen hinten die Superstars, haben geraucht und vorne haben 3, 4 gesprochen. Es wurde noch geangelt, also da war ein Mikro dran und ein Mikromann. Es wurden noch die Geräusche gemacht, ich kenne es noch aus der Zeit. Und es wurde auf jeden Fall viel, viel, viel mehr gelacht als heute. Weil heute wird man einzeln aufgenommen, man muss auf die Anschlüsse achten. Und ja, es ist ein ernstes Geschäft geworden. Es ist nicht mehr so kollegial wie früher. Es kam ja fast dem Theater gleich. Ja? Und wenn ein Witz gemacht wurde, haben sie alle gelacht. Jeder wurde mal vorgeführt, aber auf charmante, nette Weise. Und heute ist man da ganz alleine, so ein einsamer Job geworden. Naja, gelernt habe ich von G.G. Hoffmann, der früher den ersten James Bond gesprochen hat und Paul Newman gesprochen hat. Das war unglaublich. Das war meine erste Regie mit, da sprach er Paul Newman und ich traute mich dem ja gar nicht zu sagen. Der war aber auch ein sehr, sehr netter Mann. Und der hat wirklich ohne Probe blind drauf gesprochen. Und das fand ich faszinierend. Dann habe ich gesagt, wie machst du das? Sagt er, ich kenne den Schauspieler seit 30, 35 Jahren. Ich kenne jeden Gesichtsmuskel. Ich weiß, wie der funktioniert. Und das ging auch. Der konnte ohne Probe drauf sprechen und 50% hat man gesagt, super, weg, next. Das war ganz irre, weil ich habe Mann aus New York oder ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß, mit Tommy Lee Jones, da habe ich die Synchronregie geführt und da habe ich ihn gar nicht gesprochen. Da hat ihn noch ein Kollege gesprochen, Goldstein. Und irgendjemand vom Verleih hat dann in Alarmstufe Rot mich Probe sprechen lassen und hat mir diese Rolle gegeben. Und seitdem habe ich ihn fast immer gesprochen. Ja, einmal. Ja, die war also, ich glaube, die Leute, man denkt ja dann immer gleich, die sind arrogant oder so, müssen die gar nicht sein. Die schützen sich, die schotten sich schon ein bisschen ab. Und wir haben uns mal hier beim Glas Wein getroffen, aber da war der eigentlich, ich will mal so sagen, ich glaube, es ist ein sehr intellektueller Typ, der nicht so offen ist, der einfach den interessiert die Synchronarbeit gar nicht. Der war dann sehr freundlich und fragte mich dreimal, oh, what's your name? Oh, nice to meet you, Ronald. You did a great job. Und habe ich gesagt, hast du es denn mal gesehen? No, no, I didn't have any time. Den interessiert das gar nicht. Also. Schauspielerei natürlich. Also ganz klar, weil beim Synchron macht man ja etwas nach. Man hat ja eine Vorgabe da, man kann ja nicht seine ganze Persönlichkeit. Man gibt schon von sich sehr viel.
Aber man kann ja nicht die Vorlage verändern. Und wenn man gute Schauspieler hat wie Tommy Lee Jones, macht es natürlich wirklich großen Spaß zu synchronisieren. Aber manchmal ist es eben auch eine gute Nebeneinkunft. Der erste Rambo. Dann The Outsiders von Francis Ford Coppola. Also ich habe früher, also die Outsiders, dann gab es einen zweiten, Rumblefish. Die fand ich schon sehr, sehr, waren tolle Filme. Da habe ich einen Scorsese-Film gemacht, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Einer der ersten. Ja. Im Moment bin ich sehr stolz auf Narcos. Das ist ja ein großer Erfolg geworden. Da habe ich alle drei Seasons gemacht. Und auf Spanisch, also wirklich auf Spanisch auch gesprochen. Ich kann ganz gut Spanisch, weil ich 15 Jahre in Costa Rica gelebt habe. Das hat mir großen Spaß gemacht. Ich hatte mal mit Thomas Danneberg eine wahnsinnige Erfahrung. Und zwar haben wir einen Film gemacht, der hieß Die Jane Mansfield Story. Und da sprach er den Schwarzenegger. Einer der ersten Filme, den er gedreht hat. Und Schwarzenegger sprach ein furchtbares Englisch. Und Thomas machte ihn nach auf Österreichisch. Und wir sind hinten zusammengebrochen. Und wir haben den ganzen Film in zwei Fassungen synchronisiert. Also auf Deutsch, so wie Thomas Danneberg ihn spricht, und dann auf Österreichisch. Dieser Steiermark-Akzent. Und dann hat die Kötterin, oder vielleicht war es eine andere Kötterin, ich weiß bis heute nicht, wie das passieren konnte, die hat die falsche Fassung angelegt. Das heißt, das Österreichische. Und der Redakteur zur Abnahme kam aus der gleichen Stadt wie Schwarzenegger. Es war eine Katastrophe. Weil der fühlte sich natürlich auf Deutsch gesagt völlig verarscht. Und wir wollten nur unseren Spaß machen. Wir wollten das zur Weihnachtsfeier oder so laufen lassen. Und das war plötzlich die falsche Fassung dran. Da gab es richtig Ärger. Seitdem habe ich mir auch, ich habe es mir abgewöhnt, Sachen auf Band zu machen. Ja, man muss vorsichtig sein. Also die Präsenz war irre. Jeden Tag irgendwo. Das lief ja hoch und runter. Es lief ja immer 6 Monate. Und es ging dann über 2 Jahre, dann war ich wieder weg. Und dann hat MediaMarkt gesagt, wir nehmen jetzt mal die erfolgreichsten Werbespots der letzten 25 Jahre. Und die waren, neben Harald Juhnke, der war aber schon tot, waren das meine. Und die mit dem Pocher, der Pocher kam nach mir. Und dann ein Rechtsanwalt, der für die gearbeitet hat, der hat es auch. Und dann wir drei haben dann noch mal so als Fußballfans im Jahr 2006 noch mal ein Jahr Nachschlag bekommen. Na, das hat großen Spaß gemacht. Die Leute ansprechen und zugucken. Tagelang zugucken. Das haben wir früher umsonst gehabt. Weil, wie gesagt, wir wurden nicht einzeln aufgenommen, sondern wir saßen hinten im Studio. Und wenn man da konzentriert auf die alten Haudegen geguckt hat, konnte man viel lernen. Die Möglichkeit gibt es heute nicht. Die werden einfach, die kommen ins Atelier und sie müssen es ja irgendwo lernen. Also Regisseure ansprechen, ob sie mal 3-4 Stunden und sich einfach nur hinsetzen und zugucken. Da kann man viel lernen. Das ist eigentlich alles, was ich als Rat geben kann beim Synchron. Synchron ist ein hartes Business geworden, weil es geht sehr, sehr schnell. Man muss sich voll konzentrieren. Und man ist auch abends, wenn man da, weiß ich nicht, seine 200 Takes manchmal gesprochen hat, man ist dann auch fertig. Ich sollte schon ein Schauspieler sein. Also ich sag mal, bei uns jetzt, selbst jetzt, 90%. Es gibt immer Seiteneinsteiger. Es gibt auch sicherlich ab und zu mal superbegabte Menschen. Aber nee, eine Ausbildung als Schauspieler sollte schon vorhanden sein. Weil überzeugen kannst du nur, wenn du fühlst. Wenn du fühlst, bist du gut und dann wird es auch synchron. Es wird von ganz alleine synchron. Nur wenn du nicht fühlen kannst, weil du sagst, es gibt ja Leute, die können das nicht, weil sie so kalte Fische sind, dann sollen sie es lieber lassen. Da kullern schon, ja, also es kann schon passieren. Vor allen Dingen, man darf ja nicht vergessen, wenn man das als Regisseur macht, nimmst du die Leute ja einzeln auf. Und wenn du jetzt eine brutale Szene hast, sagen wir mal eine Szene einer Vergewaltigung oder so, dann nimmst du die Szene auf mit dem Opfer, wenn vielleicht 2, 3 Typen daran beteiligt sind, mit den Typen einzeln. Das heißt, du hast mit dieser brutalen Szene den ganzen Tag zu tun. Dann bist du abends auch, das ist schon schwer.
dann ist man, da bleibt man nicht kalt, ja.